Gut, das wird mal ein unüblicher Anfang für ein Video. Ich wurde nämlich von Tobias getrennt, vielleicht erinnert euch noch, als wir zusammen auf Caribou waren. Wir sind nämlich zusammen falsch umgesprungen und irgendwie waren die Winde ganz unglücklich und wir wurden voneinander getrennt und ups, haben uns plötzlich, ups, auf einer anderen Insel wiedergefunden. Und nun bin ich hier, ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin, aber scheinbar gibt es hier wieder Kinos oder sowas in der Art. From the makers of absolutely nothing, Aftermath. Ja. Oktober 2013, wundervoll, gerade frisch rausgekommen. Nun, ich bin zumindest hier auf dieser komischen Insel wieder gelandet. Und diese Insel ist vermutlich Tschernarus und vermutlich auch keine Insel. Und Tobias ist von mir getrennt worden, ich weiß nicht, die Winde waren ein bisschen stark und ich glaube, er wurde ein bisschen abgetrieben und naja. Zumindest habe ich mein Ghillie-Suit und alles verloren, was wir noch so dabei hatten und so schön gesammelt haben in Caribou. Also bin ich wieder frisch angefangen und ja, ihr seht ja, habe mein dreckiges Hemd quasi an. Und zugegebenermaßen, ich habe nicht unbedingt so eine Erinnerung an den Platz hier. Irgendwie sah es alles mal ein bisschen anders aus, als ich letztes Mal hier war. Gut. Schauen wir doch erstmal, was es hier so gibt. Okay, was ist das? Oh, ein Ammo Stash. Okay. Interessant. Zumindest, mal ganz platt gesagt, die neue Insel, auf der ich gerade bin, ist natürlich das alte Tschernarus. Und nun, ich spiele gerade eine Mod, die das ganze Tschernarus ein bisschen verändert hat. Was zum Teufel war das? Okay. Und ich bin allein unterwegs, immer auf der Suche nach Tobias. So, was steht da? Denn Tobias muss ja auch irgendwo gelandet sein, wenn er schon von den ganzen Winden abgetrieben wurde. Hell Granada, Land of Ours, Pledge Ourself, The Hearts, Hearts, bla bla bla. Please repair the following things. Sewer, Northern Support. Okay. Ja, bla bla, could get of this. Ah, okay. Das ist eine Art Pinboard. Für die Leute hier, damit ihr nichts vergesst. Oh, hey Buddy. Hi. Hello. Do you speak English or German? Hello. Yes, I do. Yeah, sweet man. You friendly? Yes, I am. Well, lucky me, I guess. Well, not really. I don't have any big weapons anyhow. Yeah. But you have a weapon that could kill me. I haven't even seen you. Yeah, me too. No? No, I just heard something. Oh. You killed a Zetan, that's what I heard. Okay. But yeah, man, I'm totally friendly. Please don't shoot me. No, of course. No, 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 I won't, I won't. Oh. You sound like you have a German accent. Yeah, I'm German. Well, dann können wir auch Deutsch reden. Ach, sag das doch gleich. Grüß dich, hi. Ja. Hi, hallo. Hi. Hast du Lust, ein bisschen rumzulaufen? Bist du schon häufiger hier gewesen? Nee, ich bin das allererste Mal hier. Nein, nein, also ich bin gerade frisch gespawnt und ja, ich wollte mich gerade ein bisschen durch die Welt schlagen. Ja. Guck an, das ist doch cool. Ja, ich auch, aber ich will auch gleich wieder raus, weil wir uns heute Abend noch ein paar Leuten treffen wollen, wahrscheinlich hier. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ich guck's mir mal vorher an. Hast du Lust, bis vom Lockout noch eine Runde zusammen rumzulaufen? Ja, können wir gerne machen, aber ich wollte jetzt hier irgendwie checken, ob ich irgendwas finde. Ich meine, das A und O ist natürlich mal wieder der Rucksack, den man finden muss. Weil ansonsten ist das, können wir gerne machen. Cool. Ist denn deine Axt geladen oder? Die war die ganze Zeit schon geladen. Komischerweise muss man die nicht mehr nachladen. Ja, das ist cool. Ja, meine ist nämlich leer und von da gesehen. Okay. Huch, hab ich nur die M19 mit 7 Schuss, aber die wird mich auch nicht weiter. Naja, ein Kopfschuss tötet auch. Oh, jetzt ist aber jemand da, ne? Hm? Hab ich doch Schüsse gehört, oder? Oh, ich hab nichts gehört. Ich hab jetzt eine Automatikwaffe gehört. Okay. Vielleicht sollte ich mal kurz die Effekte lauter stellen. So, okay. Ja, könnte also sein, dass irgendjemand auf dem Weg hierher ist. Das sieht echt hübsch aus hier, oder? Ich meine, sieht anders aus. Nennen wir es mal so. Ja, das stimmt. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Aber es ist echt. Ich heiße Jörg. Und du? Oh, ich bin der Daniel. Hi. Hi Daniel. Grüß dich. Hi, grüß dich, Jörg. Aber es ist echt wenig zu finden, ne? Mhm. Ich war auch in einem der Industriegebiete und da war auch überhaupt nichts los. Also ich habe nur die Axt eigentlich gefunden. Ja.
Das gefällt mir irgendwie. Also ich habe auch eine Axt. Aber die Axt ist leer, die ich habe. Von daher bin ich, keine Ahnung. Schon mal versucht, die wieder in den Toolbelt zu tun und wieder rauszunehmen. Ja, habe ich schon gemacht. Also in den typischen Plätzen, wo normalerweise was gespawnt ist, spawnt irgendwie nichts. Nee. Oh, hier ist eine neue Axt. Vielleicht ist die geladener. Ja, das ist doch cool. Wo ist die? Da. Scheinbar gibt es doch noch friendly Leute. Darf nicht immer direkt schießen. Naja. Zumindest bin ich jetzt mit Jörg noch eine Runde unterwegs und vielleicht kann Jörg mir auch helfen, Tobi zu finden. Oder irgendeine Kommunikationsmittel zu finden. Tatsächlich Daisy eigentlich. Technisch? Du meinst kartentechnisch? Ja, ich meine jetzt. Ja genau, kartentechnisch. Zurzeit ganz viel Epoch, ehrlich gesagt. Also eigentlich nur aufgrund des ganzen Base-Buildings. Okay. Ja. Davor halt ganz viel Origins und eigentlich auch sonst jede Map sonst. Also, ja, ich hatte viel Spaß mit allen Maps eigentlich. Vor allem in der Malsk. Ja, schön. Ja, normal hat mir mal mit meinem Bruder empfohlen, aber das fand ich ein bisschen zu heftig, weil das Überleben zu schaffen, da war schon relativ schwierig. Stimmt. Aber irgendwie gefiel mir das, also dass man extra Klamotten brauchte, um warm zu bleiben und die ganzen anderen Sachen sozusagen. Oh, guck mal hier. Ist auch schön, dass... Wie bitte? Was hast du noch? Das ist so eine Werkbank. Ja genau, aber die sieht anders aus als die in Epoch, deswegen war ich ein bisschen fasziniert. Ah, okay. Außerdem habe ich einen Hammer gefunden. Na, das ist gut. Also das finde ich ganz cool hier dran, dass man sich die Sachen tatsächlich zusammensuchen muss. Hier ist noch eine Axt. Oh, ups. Ey. Das ist der Grund. Ohne Not. Ich wollte nur die Tür aufmachen. Dafür gibt es dir auch die Maustaste. Das Mausrad, das kann man reindrücken. Du bist auch einer von denen, die die Leute umbringen, nur weil sie ihnen eine Blood Transfusion geben und dann plötzlich die Option weg ist und dann schießen. So ungefähr. Das kann schon mal passieren. Okay, der Hammer scheint nicht so effektiv zu sein wie die Axt. Oh, what the fuck? Hilfe, ich bin tot! Jörg! Okay, das war unerwartet. So viel dazu, dass ich Tobi finden möchte. Nun gut, dann schauen wir doch mal, wo uns unser zweites Leben hinbringt. Oh Mann. Nach der Flaute mit den Zombies gerade, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht und bin diesmal in Tschernarus gelandet. Nur zugegebenermaßen sieht Tschernarus bzw. Tschernogorsk gar nicht mehr so aus, wie ich es irgendwie in Erinnerung habe. Hier ist irgendwie ein Bus irgendwie im See. Ich weiß nicht, ob dieser See überhaupt jemals hier war. Doch ansonsten sieht die Stadt ganz anders aus. Ich meine, hoffentlich finde ich auch wieder jemanden, der friendly ist. Oder vielleicht sogar Jörg. Wer weiß. Oh mein Gott, was ist das? Oh nein. Search Greenhouse. Oh nein. Oh nein. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. You have found some trash? Search Greenhouse. Okay. Boah, okay, wenn man jetzt ernsthaft aus irgendwelchen Treibhäusern Nahrung holen kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe einen Kürbis gefunden! Oh Gott! Wo ist der Kürbis? Oh mein Gott! Okay. Okay, man kann sich Gemüse anbauen. Okay, das ist wirklich, wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Poppy Pot? Was ist Poppy Pot? Moment, Poppy Pot? Medicinal Purposes? Das hört sich nach irgendwelchen Drogen oder nach irgendwelchen, wie soll ich sagen, Narkotisier an.
Okay, hier vor uns am Trash. Ich möchte kein Trash. Ich möchte, dass das Greenhouse untersucht wird und dass ich noch mehr finde. Ich möchte zum Beispiel diese verdächtig aussehende Pflanze hier finden. Oder eine dieser Pflanzen. Hier vor uns am Trash. Boah, das wäre so gut, wenn man sich in DayZ wirklich selbst versorgen könnte. Und wenn man vielleicht, keine Ahnung, selbst so ein Greenhouse anbauen könnte. Also ein Treibhaus. Was im Übrigen ziemlich kaputt ist, dieses Treibhaus. Und man sozusagen seine eigenen Gemüse, sein eigenes Gemüse oder sein eigenes Obst und so weiter anbauen könnte. Sodass man wirklich Selbstversorger ist. Boah. Okay, komm schon. Da muss irgendwas drin sein. Ja, komm, da muss mehr als Trash drin sein. Oh, ich bin... Oh, ich muss das unbedingt Tobi zeigen, wenn ich ihn gefunden habe. Oh, Tobi wird ausflippen. Wir hatten sowieso mal überlegt, ob wir nicht irgendwann mal Podcasts oder so ähnliches machen sollen, aber wir hatten viel über die Zukunft von DayZ und von den Features von DayZ gesprochen, die uns fehlen oder die vielleicht irgendwann mal implementiert werden sollten. Und Tobi hat immer und immer wieder gesagt, er möchte gerne Selbstversorger sein. Oh, Mauli Pumpkin. Okay. Und ich meine, in so einer Zombie-Apokalypse, was gibt es da denn Besseres, als irgendwo sein eigenes Treibhaus aufbauen oder vielleicht sein eigenes Feld, wo man irgendwelches Gemüse oder ähnliches anbaut und dann, naja, wirklich dahin gehen kann und seine Sachen ernten kann. Man wäre nicht mehr gezwungen, zum Beispiel Tiere zu jagen, weil Fleisch wird auch irgendwann mal langweilig, oder vielleicht irgendwie immer und immer wieder zum Supermarkt zu gehen. Okay, kommt noch einmal und mal gucken, was wir jetzt bekommen. Und wenn das nichts ist, dann geht's einfach weiter. Schließlich muss Jörg ja noch irgendwo sein, wenn ich schon Tobi nicht finden kann. Okay. Habe ich nicht gerade einen Moldy Pumpkin gefunden? Gier? Moldy Pumpkin. Toilet Paper. Oh mein Gott. Man kann Antibiotika daraus machen? Aufgrund von Schimmelpilzen. Ach du liebe Zeit. Okay, Moment. Ich werde noch ein bisschen hier verbleiben. Und ja. Ich werde einfach mal kurz einen kurzen Fast-Forward machen und mal schauen, was ich noch so alles finden kann in diesem kleinen Häuschen hier. Okay, so. Ich habe jetzt ungefähr die letzte Viertelstunde plus Server Restart damit verbracht, Sachen zu suchen. Und gefunden habe ich ein Raw Parship, was vermutlich irgend so eine komische Rübe ist. Eine Zwiebel, zwei vergammelte Pumpkins, zwei vergammelte Kürbisse sozusagen, Poppy Pot, was auch genau das war, ich habe vergessen zu googeln, und ein Pumpkin. So, das soll jetzt erstmal reichen. Ansonsten werde ich hier noch den Rest meines Lebens verbringen. Im Endeffekt muss ich immer noch Tobi kontaktieren. Und ich denke, Chernogorsk hat dafür die Mittel. So. Ich habe übrigens auch gehört, man kann so Sachen wie den Desk durchsuchen. Mit anderen Worten, es gibt hier mehr als einfach nur dieses komische Gewächshaus, was man durchsuchen kann, sondern man kann zum ersten Mal auch wirklich irgendwelche Schränke und so weiter durchsuchen. Ist nicht mehr so, als wenn man irgendwie, naja, durch die Stadt rennt und irgendwelche Häufchen auf dem Boden findet und das war's dann. Ich meine, wer legt doch schon ein ganzes Zeug irgendwie auf dem Boden, so dass es irgendwie, naja, auf dem Boden liegt halt. Zum Quatsch. Die ganzen Sachen sind jetzt verstaut in irgendwelchen Schränken und irgendwelchen anderen Sachen und man durchsucht die Sachen einfach und findet dann Sachen. Zum Beispiel hier ein Cloth Rack. Woraus man Limbsprint... Ah, Limbsprint ist vermutlich, um sich die gebrochenen Knochen wieder, wie soll ich sagen, zu schienen. Und man kann sich eine Bandage craften, wofür man allerdings ein Hunting Knife braucht. Okay. Gucken wir doch mal. Also Tische kann man durchsuchen. Ich glaube, man konnte auch, habe ich mir gerade sagen lassen, irgendwelche Schränke und Medizinkabinetts und so weiter durchsuchen. Also sozusagen so ein Arzneimittel-Schränkchen. So, wir sind immer noch friendly. Ich will niemanden an den Leib. Und ich denke auch sonst niemand möchte mir an den Leib. So. Ups, Salah. Ich werde mit den Leuten zuerst reden, wenn ich sie sehe. Mach einen guten Vorbild sozusagen. Nicht schießen, sondern erstmal fragen. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Karte, super. Okay. Wir haben eine Karte, wir haben einen Rucksack, wir haben Bohnen. Haufenweise Gemüse. Und hoffentlich finden wir vielleicht auch eine Waffe hier. Denn so sehr ich doch den Leuten hier vertraue, es könnte ja immer mal wieder ein böser Bube um die Ecke kommen. Und der möchte sicherlich nichts Böses. Nichts Gutes von uns. Sondern nur Böses. Wow. Okay, komm schon. Ich möchte ein Getränk haben. You have found some trash. Wow. Das erleichtert vor allem das Suchen nach neuen Items. Anstatt dass man einfach so ein Häufchen auf dem Boden macht, also einen Loothaufen, könnte man sich einfach hier dran stellen und eine halbe Stunde lang Sachen suchen. Das verringert nicht nur den Lag. Lag. sondern vermutlich, ist es auch irgendwie, wie soll ich sagen, realistischer. Man steht einfach vor so einer Maschine und drückt die ganze Zeit irgendwelche Sachen und, keine Ahnung, bricht das Ding vermutlich gerade auf und guckt, ob man irgendwas finden kann. Aber da kommt ein Zombie und ich denke,
So, das soll doch reichen. Meine Güte, ich habe auch schon echt verdammt großes Backpack. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach nur meine Beine in die Hand nehmen soll und flüchten soll. Statt hier noch länger zu bleiben. Ich glaube doch, wenn jemand meinen Rucksack sieht, ich meine, mein Rucksack kann jetzt zwar nicht sehen, mein Skin her, aber falls irgendjemand mitbekommt, dass ich einen Rucksack dabei habe, könnte der doch böse Intentionen bekommen, glaube ich. Na gut. Dann suchen wir doch einfach mal ein Radiogerät, irgendein Radioempfänger oder ähnliches und finden mal Tobias an. So, um mir mal einen besseren Überblick über die Stadt hier zu verschaffen und damit mein Funkspruch auch wirklich ankommt, wo Tobi auch immer gelandet sein mag, gehe ich doch mal hier auf das, wie soll ich sagen, unscheinbarste Gebäude, was immer noch groß genug ist, um einen schönen Überblick zu schaffen. Hier oben ist sicherlich ein guter Empfang. Und außerdem können wir endlich mal ein bisschen Tschernogorsk sehen, wie es jetzt aussieht, in seiner vollen Blüte. So, was haben wir denn hier? Nägel. Meine Güte, okay. Das ist mal eine komplett neue Stadt geworden. Es gibt nicht nur ein International Hotel, sondern zwei. Oh, diese Stadt wird immer internationaler. Gut. Bringen wir doch mal unseren Kram hier an und rufen mal Tobi an. Hoffentlich antwortet der uns bald auf unseren Funkspruch. Mann, ich bin nicht mehr so verdammt allein hier. Irgendwo muss es doch jetzt sein, Tobi. Irgendwo. Ah, okay. Scheinbar ist mir alles gütig, denn ich habe eine Winchester gefunden. Yes! Okay. So, jetzt können wir selbst die bösen Buben nichts mehr anhaben. Wenn ich denn mal irgendwie ein bisschen Platz geschafft habe. Das ganze Gemüse, was ich dabei habe, nimmt irgendwie unglaublich viel Platz weg. So. Im Übrigen habe ich gerade mal ein bisschen so die, die Nachbarschaft ausgecheckt. Und ich habe gemerkt, dass wirklich ziemlich viele neue Sachen hinzugekommen sind. Aus irgendeinem Grund haben die Leute gedacht, dass vorm Supermarkt von Chernobyl unbedingt ein Spielplatz hin muss. Und gerade eben hat mich direkt mal so ein kleiner Sandkasten und eine Schaukel angelächelt. Irgendwas, was ich da auch noch nie erwartet oder gesehen habe. Und schauen wir doch mal, was wir hier finden. Außer natürlich haufenweise neue Sounds. Denn egal, wo man ist, über welchen Boden man geht, eben hört sich alles neu an. So. Und hier ist der Spielplatz. Andere Mods haben mich ja stutzig gemacht. Aber ich möchte keinen Schuss verbreiten. Ich möchte nicht irgendwie schießen und irgendwelche Leute auf mich aufmerksam machen. Ansonsten hätte ich getestet, was wohl passiert, wenn man in den Sandkasten reinschießt. So, mir geht so langsam der Platz aus, deswegen dachte ich mir mal, werde ich mal die ganzen Cloth Racks benutzen, die ganzen Lumpen hier, die ich habe, und habe mir mal Bandagen rausgecraftet. Jetzt habe ich hauptsächlich improvisierte Bandagen dabei. Und ich hoffe doch mal, dass die alten Klamotten, die ich hier verwende, um daraus Bandagen zu machen, nicht irgendwie infiziert sind. Nicht, dass ich mir noch irgendwas einfange. Nur weil ich mich gerade verbinde mit irgendwelchen alten Klamotten von irgendwelchen komischen Plätzen. Naja, schauen wir doch mal. Und ich denke, ich werde meine gerade eben frisch gemachten Bandagen gleich mal durch die ganz tollen Bandagen ersetzen, die ich im Krankenhaus gefunden habe. Denn ich habe doch irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen in medizinischen Equipment als in das komische Zeug, was ich gerade hergestellt habe. So. Nehmen wir doch auch mal zwei für Tobias mit. Oder zumindest eine. Und Tobias ist schon nah, hat er mir gesagt. Also kann es nicht mehr lange dauern. Können wir endlich zusammen hier auf die Reise gehen. Mit schönen Chernobyl. Und vielleicht treffen wir nochmal so nette Leute wie Jörg. Mensch. Es wird echt mehr solcher Leute geben, die nicht direkt schießen, sondern vielleicht erstmal Hallo sagen. Oder ein Reden. So, okay, wie lange suche ich jetzt eigentlich schon in diesen verdammten kleinen Schränklein nach irgendwas? 18 Dosen, 5 andere Dosen, eine Bandage und eine VID-Cartridge, wo ich keine Ahnung habe, was es bedeutet. Okay, okay, ich gebe es auf. Ich laufe einfach Tobi entgegen. Man weiß ja jetzt, dass er irgendwo in der Nähe von Kamenga gespawnt ist. Oh. I'm feeling hungry. Nett, dass mein Magen mich das wissen lässt. What the fuck? Hat sich an, als wenn ein Zombie einbeißt. Tobi, bist du das? Vielleicht? Ja! Tobias! Ja! Ich bin nicht mehr allein in der Zombie-Apokalypse! Ich töte mir die Untote. Da ist ein Untoter. Oh,
Von links, von links, pass auf! Jawohl. Ich hab in die Nüsse geschossen, er ist nicht gestorben. Kai, komm, der lange krabbelt. Pan, rechts mit dir, auf dem Boden. Blutest. Daniel, du blutest. Das habe ich schon öfters gehört. Oh, der stirbt nicht. Oh, bist du das, Tobi? Ja, da bin ich hier. Guck dir mal zu. Oh. Lass mich ran, du hast keinen Schuss. Ich hab nichts an Munition, wirklich. Oh Gott, jetzt, ich... Komm jetzt. Okay, so, ich muss nicht verbinden. Tobi, endlich! Mensch, hast du meinen Radiospruch bekommen? Ja, hab ich, tatsächlich. Ich war gerade, wurde gerade von den Leuten, die mich aufgesammelt haben, als wir mit dem Fallschirm getrennt wurden, dann habe ich deinen Notruf gehört. Ja, glaub mir, ich bin extra nach Tschernobyl ausgegangen und habe von da ganz oben vom Dach aus das Signal gesendet, das Tobi-Signal. Wie geht das? Tobias! Tobias! Wo bist du? So ungefähr ging das. Ja. Okay, jetzt kannst du mir mal erklären, was das hier für ein Skelett ist. Tobias, wir sind in einer wundersamen Welt gelandet. Denn, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht noch an Taviano und Origins. Und ich glaube, wir haben gerade eben ein Land gefunden, was die besten Aspekte von beiden zusammenfügt. Das hier sieht nicht nach Epoch aus, das hier sieht nicht nach Origins aus, das hier sieht nach etwas Wundervollen aus, was Magischen. Und ich habe keine Ahnung, was es genau ist oder wer es errichtet hat. Ich weiß nur, dass ich hier die... Oh. Dass ich hier diese Construction demolischen könnte, wenn ich wie nennt man das? Ein Entrenching-Tool dabei hätte, einen Klappspaten. Habe ich jetzt leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier demolischen kann. Ich glaube nicht. Aber, komm mit, ich habe nämlich so ein bisschen hier die Gegend durchsucht, als du, wie soll ich sagen, rumgemacht hast. Und... Alter. Und zwar hier vorne. Guck mal. Dieser kluge Mann, wie auch immer das Ding da aufgebaut hat. So. Der hat da vorne nämlich so ein kleines Tischchen aufgebaut. So ein kleines Schreinertischlein. Und zwar hier vorne hat er mich ganz clever versteckt, damit die Leute alle abgelenkt werden. Aber das mit den beiden Aspekten, das hat beides vereint. Dann hieß die Mod ja Origins Poch. Ja, genau. Und weil Origins Poch so lang war, dachten sie sich, nehmen sie einfach die Kurzform. Aftermath. Ah, natürlich, ja. Alle Buchstaben enthalten. Und guck dir das bitte an. Ich war gerade schon hier dran und ich hab rumgeschrieben wie ein kleines Mädchen. Guck's dir einfach nur an. Du musst gucken, ein bisschen mit dem Mausrad rumspielen, dann findest du Build irgendwo. Und man kann dir ein Lockwood, also ein Lock Cabin Foundation bauen. Also mit anderen Worten, einfach ein Wooden Lock, Rough Stone, Scrap Metal und Box of Nails. Und das ist ungefähr wie bei Origins vermutlich, dass man einfach dann, wie soll ich sagen, ja, sein Fundament aufbauen kann für sein eigenes Haus. Und ich meine, wenn's... Ich seh schon, ja. Man kann hier Wood Fences bauen, also... Ich übersetze einfach mal alles. Holzzäune, Holz... wie soll ich sagen? Tore. Oder eine Holzzaun-Ecke kann man auch bauen. Unglaublicher... Öffen-Rampart? Öffen-Rampart ist, glaube ich, eine Rampe. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich würde sagen, es ist eine Erdan, also eine Erdrampe. Waterwell ist Brunnen, oder? Ist ein Brunnen, genau. Campfire ist... Campfire halt. Campfire halt, ne? Die Stahlbarrikade. Ja, Stahlbarrikade ist vermutlich die Panzersperre, die wir kennen von früher. Ah. Ein Deerstand kann man bauen, wie immer. Also einfach so ein Jägerausguck. Und eine Wooden Stair-Plattform, was vermutlich einfach nur Stufen sind. Oder Treppen. Ja, vielleicht auch mehr. Man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht. Aber zumindest ist... Oh, Tobi, ich bin so aufgeregt. Ich habe so viele Sachen, die wir ausprobieren können. Okay, warte mal. Das Erste, was ich ausprobieren möchte, ist... leg mal bitte deine Waffe auf den Boden. Okay. Moment. Du hast keine Munition dafür, oder? Nee, ich hab für gar nichts Munition. Okay, dann nimm du mal meine Winnie. Dann werde ich mal deine Mosin Nagant nehmen. Hast du dafür Munition? Nee, natürlich nicht. Ja, dann. Nee, ich habe auch eine Pistole. Achso, ich habe auch eine Pistole im Rucksack für dich. Ne, M9. Ja, dann nimm ich doch lieber. Ne, hast du. Ja, die Pistole habe ich auch, aber hast du Munition dafür? Ja, zweimal sogar. Ja, dann. Ich hab auch eine M9, sag mal so. Okay, ja, dann nehme ich die Macke rauf. Damit die am neuen Magazin nämlich mal raus. Brauchst du noch Bandagen? Ich hab 3. Guck mal, die ich im Rucksack habe, die sind alle für dich. Ich habe ganz viele für dich mitgenommen. Falls du die nicht brauchst. Ich hab genug. Gut, dann muss ich die nach und nach wegwerfen, je nachdem, wo ich gerade bin. Okay, ich nehme mal so lange deine Waffe auf hier. Mhm. Boah, jetzt hier hinterher kommt. Das Aufregende ist, ganz ehrlich, ich habe einen Mosi Nagant Scope gefunden. Ein Hunting Scope. Und wenn ich rechte Maustaste mache auf der Mosi Nagant, kann ich eine Flashlight anbringen, ein Ammo Belt und ein Hunting Scope.
Oh mein Gott, ich bring mal die Flashlight an. Moment, was sagt er mir? Missing Flashlight. Achso, vermutlich muss ich eine Flashlight dafür finden. Okay, add Hunting Scope. Tobi, guck auf meinen Rücken, guck auf meinen Rücken, guck auf meinen Rücken. Ich mach, guck. Tada! Oh mein Gott, ich hab ne Sniper! Ich meine, wie geil ist das bitte? Sieht echt gut aus, Mann. Alter! Boah, guck mal, das ist so eine schöne Waffe. Daniel? Gib mir deine Waffe! Gib mir sofort deine Waffe! Gib mir deine Waffe! Escape, Abort! Daniel! Ja? Daniel, die sieht echt schick aus. Ja, ich weiß, das ist eine richtig elegante Waffe. Okay, dann die Aufregung soll euch verfliegen. Guck mal in meinen Rucksack rein. Okay. Oh, du hast auch Sachen für mich mitgebracht. Oh, Moment mal, was war das denn gerade? Ah, nee. Ah, die heißt jetzt auch Weapon Mosin 1891S. Guck mal rein. Oh, du hast wirklich Mosiner Gun Munition? Ah! Nee, weiß ich nicht. Ich glaub, weiß ich nicht. Nee, oh, schade, ist keine. Aber guck mal trotzdem weiter rein. Warte mal, was ist denn das? Loose 5 Pump. Ah, ich habe doch erzählt, dass ich Magazine gefunden habe, wo man, beziehungsweise ich erzähle dich als erst. Dann finde ich die Magazine, muss ja nach und nach die ganzen Bullets reintun. Und wenn man ein leeres AKM-Magazin findet, kann man vermutlich da dann die 5,4 Routes reintun. M41 Iron Sight Attachment? Ja, und scrollen wir heute, oder? Okay. SVD Stock? Ja, used to craft SVD Iron Sight. Ich habe schon Waffenteile gefunden! Oh mein Gott! Ja, die waren tatsächlich, ich muss auch sagen, wie ich die gefunden habe. In der Feuerwache gibt es jetzt Waffenschränke, da, die hast du die auch schon gesehen. Ja. Ja, und die habe ich, und ich glaube, wenn man Gott. Da, also ich habe durchsucht und dann hat man da so Waffenteile drin gefunden. Mega geil. Wie lange war es dann so ein Waffenschrank? Also ich stand teilweise an den Dingern, glaube ich, ich will gar nicht wissen, wie lange ich da dran stand. Aber ich stand einmal, sehr lange da dran. Einmal habe ich gesucht, ich habe nur einmal gesucht, jeweils immer. Oh, what the fuck. Weil ich danach, ich habe festgestellt, je länger du suchst, umso mehr Müll findest du. Ja, ich weiß, aber ich dachte mir so, Quatsch, also wenn ich eins gefunden habe, dann muss ich noch mehr finden. Habe ich die ganze Zeit weitergesucht. Also ausprobieren kann man halt ja, ob man halt mehrere Sachen in diesen Schränken oder, ich habe zum Beispiel auch im Schreibtisch, also im Desk, den ich durchsucht habe, eine leere Whiskyflasche. Das Ding heißt, Daniel, du kannst halt ja mal übersetzen, weil du bist ja der Englischprof von uns beiden, da steht, VID Cartridge Empty. Ah, VID Cartridge, ja. Die habe ich auch gefunden übrigens. Ja, und ich glaube, da habe ich immer nur noch Müll gefunden halt. Da stand irgendwie sowas wie, wird benutzt, um irgendwas zu machen. Also, wir brauchen, das sind glaube ich so Medical Cartridges. Also, so, weiß ich nicht, da kann man glaube ich irgendwelche Medikamente reintun. Oder irgendwie so in der Art. Zumindest hört sich das so an. Und dann kann man sich irgendwie, glaube ich, sowas injizieren oder so. Ich weiß es wirklich nicht, tut mir leid. Ey, warte. Ja? Vielleicht die gesammelten Sachen so hier von den Gewächshäusern. Vielleicht kann man die da so combine drin, ne? Ich glaube, ich habe so die Vermutung, dass ich Opium gefunden habe. Und ja, ich glaube, wir können irgendwie das Opium auch verwerten. Irgendwie. Also ich habe auch ganz viel Zeug dabei. Ich habe wirklich so viel Zeug dabei. Ich habe jedes Werkzeug, glaube ich, dabei. Ich habe ein Multitool dabei, ein Hunting Knife, ein Sledge, also ein Vorschlaghammer, eine Toolbox, eine Spitzhacke, eine Brechstange und eine Axt. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Klappspan. Und ich glaube, dann können wir Wollen wir einfach mal Richtung... Pass auf, also mein Plan wäre jetzt... Ich habe übrigens eine Karte im Rucksack für dich, für den Fall, dass du noch keine hast. Ich habe eine. Ah, super. Okay. Wollen wir Richtung Zele gehen? Weil das ist ja echt... Oder willst du zu einer Hauptstadt irgendwo? Nee, ich würde ganz gerne über die kleinen Städte gehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust mit dem ganzen tollen Zeug, was ich jetzt gefunden habe. Und jetzt, wo wir uns endlich wieder gefunden haben, Tobi, dass ich dich wieder direkt verliere. Okay, dann lass uns über Kozlovka, dann Procino Richtung Zele. Das sind zwei Dörfer, die passieren müssen. Okay. Dann können wir da auch mal gucken, ob man da auch noch irgendwie was looten kann, weil anscheinend gibt es ja jetzt mehr Gebäude, mehr Tische und so weiter, die man ja ausbeuten kann, ne? Ja, richtig. Stellen uns gleich alle an so einen Tisch und dann jeder hat so einen Tisch so. Tobi, hast du schon was? Ist eine halbe Stunde vorbei. Nee, ich find nur Müll. Ja, ist so, so ungefähr wird's laufen. Oh Mann. Tobi, eine wundervolle Zukunft erwartet uns. Oh mein Gott. Ich finde das auch aufregend. Ich konnte mich auch schwer losreißen gerade. Ja. Von dem Waffenschrank, weißt du? Mhm. Ich dachte jetzt von dem Fallschirm. Oh, guck mal, irgendjemand hat hier, glaube ich, eine Base gebaut. Schau mal. Nice. Also wenn ich jetzt ein Entrenching-Tool hätte, dann könnte ich das Ding kaputt machen übrigens. Und da vorne steht nämlich ein Zelt drin. Meinst du, wir kommen hier irgendwie rein? Können sie irgendwie reinschummeln? Natürlich, Alter. Wir sind die Reinschummler schlechthin. Ja. Schauen wir doch mal. Kommen wir irgendwie hier so durch? Warte mal, Daniel, guck mal zu mir. Komm mal zurück. So, wie kommen wir hier rein? Warte mal. Wie kommen wir hier rein? Oh mein Gott, Tobi, guck mal hier.
Wow! Wie wär's, wenn wir die den Haupteingang nehmen, Tobi? Oh mein Gott! Oh, hier ist eine Box of Matches drin, die habe ich noch nicht. Und. Oh mein Gott, oh, schnell, schnell plündern, plündern, Tobi, schnell. Nimm mit. Okay, ich hab's. Hoffentlich kommt der Besitzer nicht wieder. Oh, noch mehr Zelte, Tobi. Oh, eine Uhr. Oh mein Gott, hier ist noch mehr drin, Tobi. Plünder das hier. Gott, so viel Zeug, ey. Guck mal hier. Ich gucke. Alter! ich hab so ein Gefangenen-T-Shirt an. Okay, aber es gefällt mir nicht so gut. So, nehmen lieber wieder. Was kann ich eigentlich mit diesen Stofffetzen machen, diese Close Rack? Man kann die irgendwie. Oh, man kann M9 Pistole craften. Sorry, ich bin so abgelenkt gerade. Man kann die Close Racks irgendwie zusammenfügen. Ich weiß nur nicht so hundertprozentig wie, leider. Zugegebenermaßen, Tobi, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir irgendwie hier sowas finden, ne? Ich habe eigentlich nur gesagt, komm, lass uns mal hier treffen, aber ich hatte niemals gedacht, dass ich hier ernsthaft was finde mit für dich oder für uns. Holy crap. Ich nehme ja auch gerade alles mit, ne? By the way. Metal Sheet, Corrugated Metal Sheet. Ey, ich nehme die ganze Munition mit, okay? Mhm. Auch Engine und Fuel Tank Part. AKM Stock. Wer lässt denn hier alles so komplett alleine rumliegen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Hoffentlich kommen die jetzt nicht wieder. Schnell, Tobi. Oh, Tobi, guck mal, hier ist schon alles drin. Scrap Metal und so weiter. Hier ist alles vorbereitet, um irgendwas zu bauen. Mich verarschen? Echt jetzt? Ja, lieber mal schnell alles mitnehmen hier. Scrap Metal. Ey, ich bin voll. Oh, Tobi. Ich muss essen. Wir beklauen Leute. Wie in den guten alten Zeiten. Immer halt. Wie immer. Aber im Endeffekt, Tobi, wir sind auf jeden Fall diesmal friendly, deutlich freundlicher als sonst. Denn ich habe zum Beispiel den guten Jörg getroffen. Oh Mann, das war so ein netter Typ, ey. Also, der hat nicht geschossen, der hat mich gehört, aber trotzdem nicht geschossen, unglaublicherweise. Ich meine, ich bin schon stark begeistert. Ich hoffe doch mal, dass hier noch mehr solcher netten Leute sind, die nicht irgendwie rumlaufen und Leute beklauen, die hart und ehrlich alles zusammengefarmt haben. Weil das wäre extrem low, weil sowas macht man einfach nicht. Burn Tent, warte mal. Nein, geht leider nicht. Okay, ich bin komplett voll, Daniel. Echt mal? Okay. Ja, ich hab ganz viel Rags, Munition. Alter, hör mal auf zu rülpsen. Was los mit dir? Oh, cool, volles Stanag Max. Nice, der Magaziner. Hunting Knife. Hast du auch schon alles mitgenommen, so an Ausrüstung, was hier noch so drin war? Ich hab da alles mir gekrallt, was so wichtig aussah. Ah, muss mir ganz, ganz anders hinsetzen. Wieso, du stehst doch. Nee, ich hab grad gehockt, wie du siehst. Ach so, Warte mal, guck mal, die haben mir schon so ein Ding gebaut, ne? Ja, so ein Deerstand. Hör mal. Ah, das hört sich super an. Hört sich an, als wenn das Metall wäre, was es eigentlich nicht ist. Tobi, bitte lass uns schnell abhauen. Ich hab Angst, dass die Besitzer wiederkommen und uns böse den Popo verkloppen. Every day I'm climbing. Ich komm hier runter, warte, so jetzt. Okay, mach zu. Dann sieht er auch hier nicht, So. Niemals mal Demolished mit dir. Structure. Set Tent on Fire. Ja, das wäre extrem gut. Set of Satchel Charge. Da kommen Erinnerungen. Wenn das jetzt da gestanden hätte. Oh Gott, das ist ein Untoter. Oh Mann. Ja, wenn das da gestanden hätte, dann hätte ich mir auch Sorgen gemacht. Ey, guck mal, da vorne ist noch eine Workbench. Noch eine? Ja, aber neben so einem Strommasten. Cool, ne? Wo ich drauf zulaufe? Okay. Ja, da drin ist auch nochmal selbst Gear. Das ist vermutlich wie mit den Zementmischern bei Daisy Origins. Man packt da das Gear rein und dann macht man ein Bild und dann wird das gebaut. Also man braucht jedes Mal, glaube ich, eine neue Workbench. Dann guck mal nach, ich lenke den Zombie hier gerade ab. Okay. Will nämlich keinen Schuss provozieren. Oh, hier ist sogar wirklich Zeug drin. Okay, Woodblock, ich lenke den Zombie Lipstick. Ab. Ach du liebe Zeit, ist hier viel Zeug drin. Okay, packen wir nochmal was rein. Hier eine Karte. Duct Tape ist hier. Oh mein Gott, man braucht sogar Klebeband. Abgesägte Enten? Platten, Woodlock. Entenkassette? Duct Tape. Duct Tape. Duct Tape. Ey, hier ist ein Brunnen. Ey, was ist das hier? Oh, what? Was ist das denn? Ah, das ist ein Brunnen. Vorsicht, Tobi, der Zombie, der Untote. Warte, ich klär den Untoten. Busch! Zack. Oder geh mit? Schnell weg. Wir haben Krach gemacht. Boah, die Waffe hat sich ganz anders angehört, hast du gemerkt? Ja, hat sie auch. Der hat sich böse angehört irgendwie, ne? Ja. Okay, mein Kompass sagt, wir laufen gerade nach Nordwesten. 320 Grad. Oh, es gibt gar keine Map-Marker hier.
Ja. Oh, yes. Noch gar nicht mitgekriegt. Oder? Warte. Nee, gibt es nicht. Ich hab Zähle schon markiert. Oh, das ist so gut. Oh, Tobi, die... Oh. Ich fange an, die Mod ein bisschen zu sehr zu mögen, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Aber wir wollen... Wir müssen... Weißt du, Daniel? Wir müssen objektiv und erstmal... Wir müssen ein bisschen also wir dürfen uns nicht zu sehr freuen. Daher sind ein paar Dinge, die uns nicht gefallen. Bleib stehen, Tobias. Bleib stehen. Tobias. Guck dir das Ding auf meinen Rücken an. Guck's dir genau an. Und jetzt sag mir nochmal, dass die Mod nicht toll ist. Ja, die Mod... Nein, ich sag ja auch nicht, dass die Mod nicht toll ist. Aber ja, momentan gibt es gerade nur Positives zu berichten. Das stimmt schon. Aber mal gucken, bis uns der erste negative Punkt auffällt. Okay. Weißt du? Das meine ich. Okay, also deswegen ein bisschen... Den Punkt gebe ich dir. Genau. Also na klar, die Mod ist... Also gerade macht es mega Spaß, hier rumzulaufen und die ganzen Leute auszurauben. Hast du meinen Magen gehört? Wie ich gerade gelacht habe. Hast du meinen Magen gehört? Nein, ich habe gerade mega hässlich gelacht. Ja, ich weiß. Mein Magen hat da nur zum Glück gerade drüber gesteuert, deswegen hat man es nicht so genau verstanden. Ich weiß auch gar nicht, wenn mein Magen geknurrt hat, wann ich essen soll. Du meintest, da kommt doch vielleicht noch so eine kleine Anzeige. Ja, neben den Kopf da unten, also neben diesem klumpischen Männchen, da kommt dann direkt so eine rote Anzeige, so eine Art so, ey, du musst essen, Junge! Und dann... Neben dem Bumsklumpen da? Ja. Oh, warte mal. Der sieht genauso aus übrigens. Was ich mal übrigens ausprobieren wollte, wo kann eigentlich Steine herholen? Gibt's eigentlich so Minen oder so? Oder kann man das irgendwie an solchen Steinen hier abbauen? Also, wird das hier gerade immer dunkler oder was? Ja, es ist irgendwie so ganz eigenartig, ne? Ich habe gerade schon so das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie falsch meine Kamera gehalten oder so, aber es ist wirklich eigenartig dunkel. So. Ey, ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwie eine Nuke runtergeht, also dass wir die Schockwelle abkriegen. Stimmt, oder so. Stimmt, irgendwie ist das so eine unheilvolle Dunkelheit. Die wird immer dunkler. Das ist so, ich wurde ja schon mal ohnmächtig, also. Oh. Kann halt passieren, wenn dein Kreislauf ein bisschen spinnt und das Ding ist. Du meinst, es liegt daran, weil wir so viel dabei haben? Wie viel trägst du denn mit dir rum? Ich sag 100 Kilo mit mir rum. 87. Meinst du? Okay. Kann nicht sein, was ist denn hier los? Aber Daniel, ja, was ist das denn? Das ist wirklich saudunkel gerade. Hä? Ey, das ist so, als wenn ich nicht richtig wach bin. Ja. Quasi jeden Morgen. Vormittags um 14 Uhr. What the fuck? What the fuck? Lol. Haben wir gleichzeitig gesagt. Sag mal, was ist da im Wald? Ich erkenne das gerade so, wenn ich meine Augen so ganz zukneife. Was machst du da auf dem Boden? Was da? Was ist das gerade für ein Licht? Das irritiert mich hart. Okay. Achso, du hast gerade andere Leute angefunkt. Ja, ich habe gerade andere Leute angefunkt. You're overweight, you're probably carrying too much. Jetzt im Ernst? Okay. Vielleicht sollte ich nicht den Motor mitnehmen. Weißt du was, hast du einen Motor dabei? Zwei. Ehrlich jetzt? Okay. Mir gedacht, falls wir ein Auto finden und Schrott fahren, haben wir noch einen Motor mit. Das ist auf jeden Fall ziemlich weise. Okay, du siehst mich? So, gerade so? Ich sehe nichts, ehrlich gesagt. Wieder auf dem Feld? Corrugated Sheet? Egal, das kommt jetzt auch erstmal weg. Das hört sich schwer an. So, ich trage nur 60 Kilo mit mir rum. Ich glaube, das ist verträglich, oder? Ich guck gerade, ich weiß nicht, ob du da... Ach nee, das ist ein Baumstamm. Wo bist du? Oh, ja, ja. Tobi, ich renne mal bis zu den nächsten Bäumen, okay? Weil ich habe echt Angst. Ja, hier steht doch auch. Wo bist du? Hier. Ah, da siehst du mich nicht mit deinem... Doch so ein bisschen. Es ist anstrengend, Tobi. Es ist sehr anstrengend. Ach krass, geh mal in First Person. What the fuck? Geh mal first person. Und setz dich hin. So wie ich. Warte. Oh, hau dich. Was passiert jetzt? Oh, ich hab meine Waffe aus den Händen genommen. Hau dich. Du sitzt gar nicht. Ja, nee, also so wie ich einfach. Siehst du da, wie der Bildschirm wackelt, Alter? Ich glaube, das war auch beim Sitzen. Ja. Alter! Das ist mega irritierend. Und jetzt kommen meine... Alter, und geh mal... Leg mal die Waffe an. Warte. Musst du F drücken einfach. Ja, ich bin gerade nur... Warte. So, F. Ja, also dann zoom mal ran irgendwie. Oder was weiß ich. Irgendwie die Waffe in Zeit nehmen. Oder eine Pistole. Wie... Ach so, eine Doppelsteuerung, glaube ich. Oder? Ja. Pistole geht auch. Alter, das wackelt wie die Hölle. Boah, das wackelt in verschiedene Richtungen. Das ist. Boah. Ja. Okay, Tobi. Alter. Komm, wir müssen erstmal. Oh.
Komm, wir laufen mal ein Stück. Ich krieg grad wieder Farbe. Ja, ich auch. Wir laufen mal ein Stück und dann gucken wir, wie es uns gleich wieder geht, okay? Meine Güte. Alter. Das ist ja richtig geil. Okay, jetzt krieg ich auch gerade ins Ende. Ich ruh mich mal hier auf den Stein aus, okay? Meine Fresse. Ja, im Ernst, wir sollten uns wirklich mal ausruhen. Okay. Das ist ohne Scherz. Kann ich machen? Also, ich mach den Salamander hier. Ich seh dich nicht, der wird schon wieder dunkel. Hilfe! Das ist leicht um die Arsch!